Ks für die Halswirbelsäule. Wir ziehen das Kinn ein, legen den Kopf langsam auf die Brust, rotieren mit dem Kinn am Schlüsselbein zur Schulter, neigen den Kopf zur Seite und strecken ihn nach hinten. Rotieren zur anderen Schulter, Kinn am Schlüsselbein entlang zur Mitte rotieren und einen zweiten und dritten Kreis in diese Richtung. Wir versuchen langsame und gleichmäßige Bewegungen zu machen und den Rest des Körpers dabei möglichst still zu halten. Wir wechseln die Richtung. K ist für die Schulterblätter. Wir stellen uns etwas breitbeiniger auf, legen die Hände an die Oberschenkelseiten, ziehen die Schultern zu den Ohren, schieben die Schultern nach vorne, nach unten und ziehen sie nach hinten zusammen und wieder nach oben zu den Ohren, nach vorne unten, hinten unten, hinten oben, vorne unten, oben, kehren den Kreis um, rückwärts, ziehen die Schulterblätter zurück und nach unten, nach vorne und oben, gleichmäßige, langsame Bewegung, den Rest des Körpers möglichst still halten. Wir kommen wieder in unsere Ausgangsstellung, etwas enger stehen, legen eine Hand auf den Rippenbogen, fangen an in Außenrotation mit der Schulter, gehen dann nach innen, versuchen hier am Kopf vorbei nach hinten zu kommen, drehen die Hand immer weiter ein, während wir sie nach hinten schieben, kommen mit dem Handrücken zum Körper an und gehen so auch rückwärts, drehen. Und machen einen zweiten und dritten Kreis. Achten darauf, dass wir uns nicht im Oberkörper verdrehen. Der Ellbogen bleibt die gesamte Zeit gestreckt. Und der letzte Kreis. Flüssige, gleichmäßige Bewegung. Die andere Seite. Wir können uns vorstellen, dass während der gesamten Übung unsere Körpergröße konstant gemessen wird und wir immer groß bleiben, gleich groß bleiben. Unser letzter Kreis für die Schulter. Dann sind wir beim Ellbogen. Wir rotieren die Hände maximal aus, beugen die Ellbogen maximal, drehen hier und schieben sie wieder in die vollständige Streckung. Maximal drehen. Bleiben mit den Händen in dieser Position und gehen so nach oben. Eine letzte Wiederholung. Und sind bei den Handgelenken. Machen leichte Fäuste. Gehen langsam nach unten, nach innen. Ziehen dann die Hände zu uns ran,
nach außen und unten. Zweiten und letzten Kreis in diese Richtung. Unten angekommen, wechseln wir die Bewegungsrichtung. Und sind im letzten Kreis. Wunderbar. Wir sind bei der Wirbelsäule. Dazu tendenziell auch wieder etwas breiter stehen, Hände verschränken, auf den Schultern ablegen. Dann beugen wir die Wirbelsäule, rotieren, neigen uns zur Seite, strecken nach hinten, werden ganz groß, rotieren zur anderen Seite, neigen uns nach vorne und rotieren in die Mitte. Zweiter und dritter Kreis in diese Richtung. Die andere Bewegungsrichtung. Wir versuchen die Hüfte möglichst wenig zu bewegen. Dann sind wir bei der Hüfte angelangt. Dazu am besten irgendwo an der Wand festhalten. Ansonsten würde auch irgendein Stab gehen. Nehmen die Hand hier in die Hüfte oder wieder auf die gegenüberliegende Seite an die Rippen. Gehen hier mit dem Knie nach innen über die Körpermitte. Drehen den Fuß nach oben und ziehen das Knie dann Richtung Brust an. Fuß dreht unters Knie. Wir ziehen noch mal etwas nach, gehen nach außen, Knie bleibt oben, Ferse dreht nach oben und wir schieben zurück. Bleiben dabei immer groß, dann geht das Ganze rückwärts. Und machen hier auch den zweiten Kreis. Und den letzten auf dieser Seite. Dann die andere Seite. Gehen über die Körpermitte, Fuß tritt nach oben, Knie Richtung Brust, Fuß geht unter das Knie. Gehen nach außen, Ferse dreht nach oben, wir schieben auf einem Halbkreis nach hinten, rückwärts. Das Ganze noch zweimal. Im letzten Kreis sind wir. Weiterhin versuchen, groß zu bleiben. Sehr gut. Dann sind wir beim Knie. Dazu auf ein Bein stellen. Wir drehen den Fuß nach außen. Der Oberschenkel bleibt dabei stehen. Dann beuge ich das Knie, drehe den Fuß nach innen und strecke das Knie nach vorne, nach außen und beugen. Und wir bleiben innen, beugen, drehen nach außen, strecken, innen beugen, außen strecken, ein letztes Mal. Die andere Seite, drehen wieder nach außen und beugen, nach innen und strecken.
bleiben innen stehen, beugen, außen strecken, innen beugen. Wir sind bei den Sprunggelenken. Das Knie dazu strecken und dann Fuß strecken, nach innen und ranziehen, außen wieder strecken. Wir versuchen immer den größtmöglichen Radius in dem ausgewählten Gelenk zu bewegen. Dabei den Rest des Körpers möglichst still halten. Wir wechseln die Bewegungsrichtung. Und sind beim anderen Fuß. Knie bleibt gestreckt. Kniescheibe ist bewegungslos, rotiert nicht. Und wir wechseln die Bewegungsrichtung. Dann sind wir als allerletztes bei den Zehen angelangt. Für die Zehen ist es am besten, wenn ich barfuß bin. Es ist auch möglich, das Ganze in Socken oder in Schuhen durchzuführen. Wir heben alle Zehen so weit, wie wir können an. Nehmen Sie wieder nach unten, heben Sie an, ein letztes Mal, dann nur den großen Zeh nach oben und wieder runter, nur den großen Zeh nach oben und ein letztes Mal, dann nur die kleinen Zehen nach oben, die großen bleiben unten. Alle Zehen nach oben, nur die großen Zehen gehen nach unten. Die Hände dabei möglichst entspannt lassen. Letzte Übung. Wir spreizen die Zehen so weit, wie wir können und bringen sie nacheinander, angefangen mit dem kleinen, dem zweiten, dem dritten, dem vierten, dem fünften, nach unten auf den Boden. Auch das dreimal. Und damit sind wir fertig.